Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist CCD und willkommen zu einem neuen UFO-Video. Das heutige UFO-Video wird ein ganz kleines bisschen kompakter und kleiner als die letzten UFO-Videos. Ich würde zwar gerne mit dem Aquarium weitermachen, aber da müssen noch ein paar Sachen bestellt werden und ich bin morgen den ganzen Tag in Berlin und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe gerade nicht so viel Zeit, aber im nächsten Video wird es höchstwahrscheinlich dann schon mit dem Aquarium weitergehen, hoffe ich. Aber das heutige Video besteht aus einem kleinen Part, den ich eigentlich schon in meinem letzten großen Unboxing-Video hier im UFO mit reinbringen wollte, aber dafür fehlte mir das Paket, was ich da mit unboxen wollte. Das mache ich aber in dem heutigen Video. Und zwar setze ich euch jetzt erstmal auf das Stativ. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Paket hier. Mittlerweile gibt es so ein bisschen den Trend auf YouTube, dass ganz viele Amazon-Restposten-Pakete bestellen. Und das habe ich auch gemacht. Ich glaube, um die 20 Euro hat es gekostet. Und jeder weiß es eigentlich auch von damals. Damals gab es immer an so Tankstellen, gab es immer so Wundertüten. Und jeder weiß einfach, dass sie das Geld eigentlich nie wert waren. Aber trotzdem wollte man unbedingt wissen, was drin ist. Und ich habe mir heute einfach auch sowas mal bestellt und bin gespannt, was in so einem Paket drin ist für 20 Euro. Es wird wahrscheinlich nicht der Wahnsinn sein und rentieren wird sich ganz bestimmt auch nicht. Aber dafür haben wir eventuell einen Überraschungseffekt. Ich starte einfach direkt mal rein. Vielleicht ist ja doch irgendwas dabei, wovon man gar nicht wusste, dass man das unbedingt braucht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wir haben erstmal hier einen Jutebeutel, wo drauf steht King Louis. Und da ist eine Taube drauf und eine Pflanze. Da können wir dann direkt das ganze Zeug reinpacken. Ist wahrscheinlich sogar so gedacht. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Einen Jutebeutel hatte ich noch nie. Was ist das denn jetzt hier? Das ist auf jeden Fall jetzt der Style hier. Kleine Socken über meine Unterarme. So. Bin mal gespannt, wie ich am Ende des Videos aussehen werde. Als ob. Ja, hier sind auf jeden Fall ein paar Tattoos am Start. Die können wir uns auf jeden Fall auch gleich machen. Dann haben wir... Was ist das denn? Clipping Kit. Also das heißt, man kann die höchstwahrscheinlich überall dran klippen. Ich glaube, das ist einfach nur... Das ist echt einfach nur der... Der heftigste Crap, den man sich nur vorstellen kann. Hey, wieso hält das denn nicht? Das funktioniert gar nicht. Jetzt mal ohne Witz. Das geht echt nicht. Hier ist überhaupt gar kein Kleber drauf, der hält. Ich glaube, das ist einfach nur eine absolute Fehlproduktion. Ich werde es mal hier hinstellen. Das sieht auf jeden Fall schon mal wunderbar aus. Dann haben wir natürlich, Leute, ihr wisst es, für die heißen Sommer in Deutschland definitiv noch so einen kleinen, so ein Wedelgerät. Alter. Naja, dann wollen wir mal weitermachen, denn das, was ich am meisten zur WM und so weiter immer zur Europameisterschaft, zur Weltmeisterschaft vermisst habe, ist natürlich so eine Deutschland-Iro. Und da, dem werden wir auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr nachtrauern, denn der ist auf jeden Fall am Start. Hält leider nicht so gut. Jetzt habe ich hier immer besonders Probleme beim Schlafen. Deswegen habe ich aber jetzt zum Glück so eine kleine Schlafmaske, Leute. Ihr wisst Bescheid, ich bin auf jeden Fall euer Glamour Girl. Wir haben noch ein bisschen, ich werde das einfach mal gemeinsam mit euch ausprobieren. Einfach mal hier den Nagel, so, bisschen lackieren. Sehr geil geworden. Perfekt. Wenn ich mir immer der Iro runterrutschen würde. Alter, was ist denn los mit dir? Ich hoffe, es trocknet gut. Dann haben wir hier ein absoluter Traum, ein kleines Notizheft mit einem kleinen Vögelchen drauf. Mit einem Rotkehlchen ist das, glaube ich. Super schön, habe ich mir auch schon lange gewünscht. Dann natürlich ein paar Schnürsenkel oder so mit Herzen drauf und da steht Tootsie Roll drauf. Alter, was ist das? Dann haben wir hier eine kleine verwirrende Glas... Alter, was ist das? Das kann doch nicht sein, dass hier echt... Hier ist ein Schlüsselanhänger. Ich will jetzt was Großes auspacken. Das kann doch nicht sein, dass hier wirklich so ein krasser Crap drin ist. Nein, Leute, es ist kein krasser Crap drin, denn wir haben noch eine Weihnachtskugel von Cars. Es ist also alles wieder ganz gut. Also jetzt sind wir, glaube ich, ungefähr raus mit unserem Geld. So, dann haben wir hier noch eine wunderbare Form. Und zwar... Ich habe keine Ahnung, Mann. Kann man sehr schön ins Auto hängen. Einen kleinen blauen Ball. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt, Leute. Hier ist auf jeden Fall was richtig Eigenartiges drin. Keine Ahnung, so eine Verpackung habe ich auf jeden Fall echt noch nie gesehen. Ich check immer noch nicht, was es ist. Es ist... Nein! Es ist eine Tasse, Leute! Es ist der erste Gegenstand, mit dem man überhaupt nur ansatzweise irgendwas aufs Abseits jetzt von dem Iro natürlich überhaupt anfangen kann. Ich habe meine Alter. Ich habe meine persönliche Tasse im UFO. Und die ist hochgerechnet bestimmt einen Euro wert. Das heißt, wenn jetzt hier noch ein bisschen was draufkommt, so irgendwas, was vielleicht 19 Euro wert wäre, dann haben wir das ganze Ding auf jeden Fall schon wieder drin. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, Leute, wir haben richtig Hightech am Start. Jetzt geht's los. Jetzt fängt es nämlich an. Mit der Technik, Leute. Jetzt kommen die wirklich wertvollen Sachen. Alles andere war einfach nur, damit die nächsten Sachen nochmal richtig krass zur Geltung kommen. Denn jetzt kommt Hightech. Ich weiß noch nicht 100%, was es ist, aber es hat schon mal ein Stativ mit dabei. Da
draußen wird sich, glaube ich, gerade irgendwie geschlagen oder so. Auf jeden Fall haben wir was richtig, ich glaube, was richtig, richtig Nützliches fürs UFO. Und zwar haben wir ja, so wie es aussieht hier, so kleine... scheint auf jeden Fall keine Batterie drin zu sein. Also theoretisch wären das so kleine Lichter mit einem Stativ drauf und... Und auch das hier scheint nicht zu funktionieren, weil wohl keine Batterien drin sind. Und das Ganze ist natürlich ein Anhänger, ein Schlüsselanhänger. Also ich wusste ja, dass in diesen Dingern Scheiße drin ist, ne? Aber dass es so krass kacke ist, das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, es ist wenigstens eine Sache, über die man sich freuen kann. Was haben wir denn hier? Ach du meine Güte. Ja, wir haben auf jeden Fall noch so ein paar Stoffherzen, die kann man sich auch sehr, sehr schön überall hinhängen. Sei es jetzt ans Mikro oder sei es jetzt irgendwie an die Eingangstür oder... Das zweite brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr auspacken, aber ich mache es trotzdem und hänge es mir ums Ohr. Boah, ey, dieser Iro, ne, der macht mich fertig. Ich würde ihn so gerne tragen, aber er hält einfach nicht. So, dann haben wir hier, darf nie fehlen auf jeder Geburtstagsparty, buntes Band. Steht sogar drauf, 1 Euro. Das heißt, wir kommen jetzt mittlerweile bestimmt schon an die 5 Euro ran. Sehr, sehr geil. Dann haben wir hier einen kleinen Special-Ball aus Gummi. Ich dachte, den könnte man aufziehen, aber so wie es aussieht, kann man den nicht mehr aufziehen. Das ist tatsächlich alles. High Bouncing Knitting Ball. Knitting Ball. Der soll high bouncen. Da bin ich ja mal gespannt. Dann checken wir mal, wie high dieser Ball bounced. Alter. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung eines Flummis. Und dadurch, dass er ein bisschen anders aussieht und eine andere Form hat, könnte man einen kurzen Moment denken, man hat Spaß, aber... Aber mit Spaß hat das gar nichts zu tun. Okay, bitte lass uns einfach hoffen, dass hier irgendwie noch was Heftiges drin ist. Wir haben hier eine kleine Pappbox, die auf jeden Fall viel verspricht. Giftware. Wir haben mal wieder einen Schlüsselanhänger mit einem kleinen Telefon und Diamantsteinchen. Und dazu haben wir noch den passenden Kuli mit Diamantsteinchen. Das ist ja wie Weihnachten. Was haben wir denn hier? Handwärmer. Im Bikini-Style. Jawohl. Oh, mein Iro. Ohne Witz, Handwärmer an sich sind eigentlich schon Crap. Ich muss zugeben, damals auf dem Weg zur Schule, mitten im Winter, habe ich die auch bestimmt dreimal benutzt. Aber dann war ich irgendwie zu faul, die wieder zu aktivieren. Für die Leute, die das nicht kennen, hier ist so ein kleiner Clip drin. Und wenn man den jetzt hier umknickt, das war immer der ganz besondere Moment, dann wird diese Flüssigkeit hier nach und nach ein bisschen fester und auch wärmer. Das heißt, wenn man irgendwie morgens auf dem Weg zur Schule ist und kalte Hände hatte, dann konnte man sich mal die Handwärmer halt irgendwie in die Tasche packen. Und das war schon eigentlich sehr, sehr geil. Aber warum macht man die bitte so hässlich? Warum macht man da so ein Bikini-Style draus? Wie wenig Geschmack muss man haben, um sowas regelmäßig zu benutzen? Warum macht man es nicht einfach in einer Farbe und gut ist und dann hat das einen Kreis? Warum macht man sowas in Bikini-Form? Das ist doch nicht witzig. Das ist nicht schön. Das ist nicht witzig. Das ist einfach nur hässlich. Oh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das Einzige, was ich verstehe, ist dieser Iro. Das ist wirklich das Einzige, was ich irgendwie auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Leute, wir haben noch einen Taschenwärmer am Start. Warum schreibt man da dann VIP drauf? Warum schreibt man da VIP drauf? Warum? VIP ist eh so ein ausgelutschtes Wort irgendwie. VIP. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Happy Birthday Karte. Das Einzige, was ich eventuell verwenden kann, weil ich immer zu faul bin, eine Karte zu kaufen. Und ich finde sowieso, Happy Birthday Karten sind in der Regel eigentlich alle immer hässlich. Das ist eine mit einem kleinen Hund drauf und schlecht reingefotoshoppten Luftballons und einem hässlichen Schriftzug, der so aussieht, als wäre er aus so kleinen Strasssteinchen gesteckt. Von daher, für mich eine ganz gewöhnliche Happy Birthday Karte. Die kann ich auf jeden Fall verwenden. Dankeschön dafür, Iro. Okay, was mich wirklich interessiert ist, was in diesem Paket drin ist. Denn das ist, glaube ich, mit das größte Paket und es ist komplett nicht zu vermuten, was da drin ist. Das stelle ich erstmal hier hin, weil das wird auf jeden Fall das Highlight des Videos. Erstmal haben wir aber irgendwie noch so eine Plastikverpackung mit irgendwas drin, was irgendwie so hässlich aussieht, wie der Rest auch irgendwie. Als ob. Ist nicht euer Ernst. Jetzt mal im Ernst. Ach du Scheiße. Leute, zieht euch das mal rein. Wir haben einen richtig professionellen Weinöffner am Start. Wir haben einen Weinöffner, ich glaube sogar aus Edelstahl. Plus Flaschenöffner. Und hinten noch dieses kleine Messer, um den Korken irgendwie von diesem Plastik zu befreien. Solche Dinge kann man sogar teilweise für 20 Euro kaufen. Das Ding wird jetzt keine 20 Euro wert sein. Aber an sich... Ist das wirklich ein brauchbares Ding? Wenn ich das nicht schon zu Hause hätte, Leute, dann würde ich mir gerade irgendwie den Arsch abfreuen. Da ich das aber schon zu Hause habe, finde ich es nur ganz okay. Iro. Ja, es ist traurig, aber wahr. Aber dieses kleine Ding ist, glaube ich, echt mit ganz großem Abstand das Wertvollste, was wirklich in diesem Paket war. Bis jetzt. Wenn hier nicht noch das hier wäre.
Why do I have to get married? Magnete für den Kühlschrank. Das hier sind Magnete für den Kühlschrank. Ja. I married Mr. Right. I just didn't know his first name was always. Ran into my ex, put in reverse and hit him again. Ja. Bitte, du bist das letzte wichtige Paket. Das einzige Paket, was noch irgendwie meine Stimmung heben kann. Das einzige Paket, was mir die Hoffnung an solchen wunderkomischen Überraschungspaketen jetzt wieder geben kann. Es ist ein Sparschwein. Mein persönlicher Schatz. Ja, Leute, das war meine allerletzte Hoffnung. Daraus geworden ist ein Schwein mit einer Augenklappe und einem Bart und einer Aufschrift: Mein persönlicher Schatz. Leute, mir war vorher, wie gesagt, bewusst, dass da nur Scheiße drin ist, dass sich das nicht rentieren wird und dass es wahrscheinlich nicht mal cool wird. Dass es so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Ich werde sowas nie wieder machen. Macht euch keine Sorgen, Leute. Das wird nicht mein zukünftiger Content auf diesem YouTube-Kanal. Das war ein einmaliges Experiment, weil es gerade so ein bisschen rund gegangen ist und ich tatsächlich ein sehr neugieriger Mensch bin und mir gedacht habe, ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht bist du derjenige Auserwählte, der einfach was richtig Krasses drin haben wird. Wir hatten nur Kacke drin, abgesehen von diesem Weinöffner hier. Das war wirklich alles. Der Rest ist irgendwie mega der Crap. Ich sehe gerade, hier ist noch was drin. Wir haben hier noch irgendwie... Wir haben hier noch eine kleine Handytasche. Und wir haben hier noch... Fast übersehen. Wir haben hier noch so Stoppersocken mit so einer härteren Sohle. Also das ersetzt quasi schon einen vollwertigen Schuh eigentlich. Von daher würde ich sagen, sind wir dann mit einem groben Plus von knapp 150 Euro oder so weiter rausgegangen. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, wie gesagt. Bitte lasst euch das eine Lehre sein. Kauft niemals solche Boxen. Davon werden irgendwelche Leute reich und lachen sich den Arsch ab dafür, dass ihr ultra den Crap angedreht bekommt, den Leute nicht mal vom Sperrmüll irgendwie holen würden. Nicht mal ansatzweise. Alles, was auf dem Sperrmüll ist, ist auf jeden Fall mehr wert als das hier. Und ja, ich weiß jetzt nicht mal ansatzweise, was ich damit machen soll. Ich hoffe, es war vielleicht irgendwie ansatzweise unterhaltsam. Wenn nicht, dann kann ich das auch verstehen, weil hier war nichts Unterhaltsames drin. Es war nichts Cooles drin, nichts Interessantes. Es war einfach nur mega der Crap. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir mit dem Aquarium weitermachen und dann in Zukunft wieder vernünftige Videos machen und sowas am besten gar nicht mehr ausprobieren. Das war's auf jeden Fall für heute. Wir könnten mir eine kleine Trostbewertung mit dem Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren, wenn ihr nicht mehr solche Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst und wir sehen uns dann in einem neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Bis dann, macht's gut und tschüss.